haben jetzt auch ein Luftloch, also die haben auch zwei Fenster, die sind aus irgendeinem komischen Material. Ich weiß nicht gerade, wie das heißt. Das ist diese, ihr kennt doch diese Luftpolsterfolie, die man kann man so draufdrücken, dann platzt das immer so, ne? Das haben die als Fenster. Das ist eigentlich voll gemütlich bei dem. Bei dem ist auch richtig warm, weil irgendwie sitzen die alle immer in einem Karton. Die meisten, ja, die haben ja auch ein Bad, ne? Die haben ja auch ein Bad und da kacken die ja immer so alle rein. In so ein offenes Loch und dann sieht der Duft immer durchs Haus und dann denkt. Ja, die brauchen kein Febreze One Touch, das macht sich von selbst so. Das ist selber im Touch. Ja. Das lüftet selbst. Letztens war ich dann bei Opti. Sein Vater hat gerade so geschissen, weil der ist ja immer so verschwitzt, ne? Und dann hat er irgendwie voll die gute Verdauung. Und dann hat er gerade so geschissen, ne? Der scheißt ja auch immer Haare mit außen alles, ne? Weil der das ja auch immer vom Hund mit ist und so. Dann hat er gerade geschissen. Und dann hat Opti auch die Mutter gefragt, ob das Essen fertig ist, weil das so irgendwie so appetitlich gerochen hat. Ja, die Mutter, ne, habe ich gehört, die hat keinen so Oil of Olas, ne? Kennst du aus der Werbung? Ja. Die schmiert sich immer mit der Scheiße vom Hund ein, so. Das ist so abartig. Das ist Oil of Kotlas oder so, glaube ich. Oh mein Gott, sind die abartig. Das ist auch immer ganz lustig, wenn die Eltern miteinander schlafen, weil dann macht Opti auch immer mit. Das dann... Der Film krass. Ja, weil die haben da nicht so viel Platz. Die haben da ja nicht so viel Platz. Das ist einfach... Du musst dir das vorstellen, das ist ein Karton. Und dann sitzen die da alle drinnen. Und dann, Wenn der hat keinen Bock, den Eltern zuzugucken, dann fragt er immer, ob der mitmachen darf. Und meistens darf der dann auch. Dann gehen mal alle auf den Vater, alle auf die Mutter. Also das macht denen schon Spaß, habe ich gehört. Ganz cool da. Ey Dominik, komm mit, fahren. Die wollten sich jetzt auch eine Karte zulegen, nur die wissen nicht, ob denen das Katzenfleisch so schmeckt, weil irgendwie haben die gesagt, das ist voll zäh und so. Der Hund, die haben den Hund ja trainiert, Mäuse zu fangen, ne, damit die auch manchmal was zu essen haben, also Fleisch. Dann grillen die das, ne, so mit so Stäbchen. Ich hab gehört, die nehmen das, den Hasenkot nehmen die als LSD, weil die sind eigentlich immer voll drauf und so. Die gehen immer ab und so. Die trocknen den so und dann zerbröseln die den und dann ziehen die sich so den in die Nase oder die schmelzen den und spritzen die sich, weil die haben sich selber so eine Spritze gebaut, das ist so ein Auspuff. Und da schieben die dann so ein anderes Rohr durch, so als Spritze, weißt du? Vorne haben die so einen Stock ausgehöhlt und da kommt das dann immer raus. Manchmal Hasenkot oder so. Also ey, das ist voll cool bei denen. Voll chillig. Manchmal gucken wir Fernsehen, dann rennen wir irgendwie zu irgendeinem Haus oder so und stellen uns ein Fenster, gucken da Fernsehen oder so. Das ist eigentlich voll cool. Den fehlt naja, so die fragen ja auch immer, ne? Also ja. Ob die das dürfen oder so. Ah ne, dürfen die ja gar nicht eigentlich. Die machen das immer heimlich, sonst werden die ja verscheucht und so. Ja. Und den Vater, den riecht man immer, also der darf nie mitkommen, Fernsehen gucken, weil den riecht man ja auf 1000 Kilometer. Weil der hat so die Achselhaare sind so bei dem mit den Rückenhaaren zusammengebunden. Damit die nicht so rumhängen. Naja. Und der hat dann auch so, die Augenbrauen von dem sind auch so lang, die kennt er sich immer so über die Glatze. Dann sieht das aus, als hätte er Haare. Fuck. Ich weiß gar nicht, wieso ihr auf die auslacht. Das ist voll traurig. Manchmal habe ich gehört, Opti kriegt an manchen Tagen gar nichts zu essen. Da kaut er immer so an seinen Fingernägeln und ist die. Ja, oder von manchmal, dem... Oder ja, die klaut das, das von der Mutter, so das. Oil of Kotlas. Das kann man essen, glaube ich. Kann man essen. Das Oil of Kotlas. Ja, das essen die auch manchmal. Oder manchmal sitzt er so in seinem Zimmer, pult sich dann so ein bisschen Kacke aus dem Arsch. Und zum Trinken gibt's dann Pisse Light. Ja. Ne? Weil ohne Light wär's halt zu hart für die. Ja, die filtern das dann immer durch Sand und so, damit da so ein bisschen Dreck reinkommt, dann ist das ein bisschen egal, dann können die das besser trinken. Schon ganz hast verwöhnte Menschen. Ich hab letztens gesehen, der Vater hat von den Autos so Benzin abgeholt, ne, rausgesaugt, ne. Verkaufen die dann immer, davon kriegen die voll viel Geld. Der Vater schmiert sich dann immer so unter den Achseln ein, damit das immer schön glänzt und alles. Hat er gesagt, das ist voll wichtig, das muss man machen. Für sein Image. Ja, weil der ist voll angesehen. Der darf nur halt nirgendwo sein, weil
der ist richtig beliebt, aber wenn der irgendwo ist, dann darf der da nicht sein, weil der lockt ja so viel Menschen an, sagen die dem immer. Aber eigentlich, ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, das ist er, weil der so stinkt. Weil der riecht ja schon ein bisschen streng. Boah, was geht denn hier, Alter? Ja, Lose kaufen. Wer riecht streng? Ah, du bist auch mal wieder da. Wie kann man jetzt Lose kaufen, Alter? Kaufe los. Ey, du hast was richtig, du hast einiges verpasst. Einiges verpasst. Nee, hast du nicht. Wir haben von Opti und seiner Familie geredet. Und ich glaube, Tom ist gar nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen. Das ist voll abartig, Alter. Wann bist du wieder da gewesen? Hast gar nichts gesagt. Ey, warte, ich hab voll, gerade erst wieder voll die High-ID. Ja, aber das ist schade. Okay. Genau, ich hab gehört, seine Mutter hat sich letztens irgendwie bei Rewe, war das Rewe oder Kaufland, ich weiß gar nicht, hat sich bei Rewe oder Kaufland, hat die ihr Produkt Oil of Kotlas vorgestellt. Und das ist jetzt auch in den Diskussionen, ob das verboten wird. Oder ob die Mutter angezeigt wird, das wissen die jetzt noch nicht sicher. Aber ob die ist jeden Tag mit der Frau unterwegs und befriedigt die eigentlich immer, wenn die es braucht, weil der will halt nicht, dass seine Mutter in den Knast kommt. Dann wäre der ganz alleine in seinem Karton manchmal. Weil der Vater ist ja nachts immer Autos leer saugen. Also Opti hat mir erzählt, dass der Autos leer saugt, weil der hat mir so gesagt, sein Vater ist zu dem gegangen und hat gesagt, ich habe ein paar Schläuche leer gesaugt. Er hat gesagt, was ist denn rausgekommen? Ja, Flüssigkeiten. Ja, deswegen denkt Opti jetzt, der saugt halt von Dings von Autos ab. Opti will auch sogar ins Geschäft einsteigen, hat er gesagt. Der Vater darf auch keine Zeitung austragen, weil wenn er die austrägt, dann ist da so Fett dran, weil du guck mal, ne, der schwitzt so voll stark und der hat so viele Haare, wenn er dann irgendwas anpackt, klebt das sofort da dran. Ne. Und deswegen darf der eigentlich nichts anpacken. Bei der Mutter ist das halt wegen dem Oil of Kotlas, dass die keine Zeitung austragen darf. Und Opti hat halt einen Karton auf dem Kopf und sie nennt so viel. Ist halt auch meistens beschäftigt. Ja, so viel zu Opti und seiner Familie.